Yo! Was geht ab, Leute? Willkommen zu meinem YouTube-Video. Heute mit Mikrofon. Ein bisschen was ganz anderes. Also echt ungewohnt, Digga. Das kommt mir vor, wie viel ist ein Outfit wert, ja? 7,50 €. Und das will kein. Wie viel seins? Auch so, um den Dreh. Ja, um den Dreh, ne? Den Dreh dich so frech an. Deswegen soll ich das immer rufen. Okay, Leute. Heute machen wir, der Verlierer bleibt stehen. Das heißt, ich fange gleich einfach an. Also, ihr anfangen? Einfach? Ja, ne? Ich fange gleich an. Warum fängt nein, Shing Shang Chong? Ja, okay. Als Beispiel, ich bin gleich hier hinten, stell eine Frage, die müssen dann schätzen und der Verlierer kriegt dann mit dem Gürtel Pack! Ohne dass sie wissen, wer es bekommt. Und der Verlierer bleibt stehen und der Gewinner wechselt mit dem Moderator, ne? Dem hier? Was? Mit dem hier? Wer bist du? Ich würde sagen, eigentlich ganz easy peasy, Digga. Bevor es losgeht, will irgendeiner was sagen kurz? Lass mal alle schwarz anziehen und Meta nicht Bescheid sagen. Ich weiß jetzt schon Kommentare. Also ey, ich würde sagen, beide so schwarz. Also für mich sieht er auch ein bisschen holländermäßig aus. Ne, oder? Spring mal einmal. Was? Spring mal einmal. Warum? Spring mal bitte. Nein, ich kann nicht springen. Wir fliegen den Holländer sehen. Spring du mal. Ich will einen fetten Holländer sehen. Hey, 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 hey! Shing, shang, shang. Was sickt der, Digga? Oh, nee. Halt still. Hier, Mikrofon. Da muss ich jetzt alles halten. Warte, was scheiße eigentlich damit, ne? Das ist echt scheiße. Was machen wir damit, Digga? Wollen wir den weg zu? Meinst du? Wie viele Tore hat Messi für Barcelona geschossen? Insgesamt? Ja. Bis heute? Bis heute. Habt ihr was im Kopf? Mhm. Hä? Ja. Ich hab ihn im Kopf. 3, 2, 1. 303! 600. Hab ich echt 303 gesagt? Oder ich hab gar keine. Ich wollte auch 300 sagen. Ich hab aber 600. Okay, Digga. Okay. Es gibt einen Gewinner. Runter gucken. Guck runter. Oha, dann muss man meinen Nacken getroffen haben, Mann. Ich hab auch gedacht, mit mir. Ja, okay. Wie viel? Hä? Wie viel? 602. Oh, shit, Digga. Messi drin, motherfucker. Ich bin dran, ne? Guck, das ist mal. Eigentlich müsst ihr jetzt sagen, Liga bleibt. Stehen! Weißt du, das ist ab nächste Runde. Nein, dann. Scheiß drauf. Ab nächste Runde. Nein, Alter, das doch, mach das nicht. Nein, ich hab keine Lust drauf. Das schafft nicht mehr. Das habt ihr verkackt. Jetzt. Meine Frage, meine erste Frage lautet: Wie viele YouTube-Abonnenten haben die Good Life Crew, UFO361 und PNL zusammen? Digga, was eine eklige Frage, Bruder. Was hast du gemacht? Good Life Crew? UFO und PNL. 3, 2, 1. 5,2 Millionen. Millionen! Was? 15 Millionen. 5,2 Millionen. 5,2 Warte. Wie, warte? Was muss man denn da lang überlegen? Warte, warte, da, okay, stellt euch hin, es gibt einen Gewinner. Hä? Ey, jetzt wieder. Ey, Junge, 15 Millionen? Oh, ja, shit, Digga! Digga. Ihr seid YouTuber. Komm, wir stehen. Also, wie. Mann! Mit dem Mann! Irgendwann mach ich jetzt. Ah! Ah! Ey, warum denn? Warum denn? Wie viel denn? Warte mal. Ey, das ist falsch! Ey, Mann, das ist falsch! Das geht doch nicht, 15 Millionen! Nein! Mann, das ist falsch! Ich darf euch da wechseln nochmal. Ey, Junge, du bist... Mann, schlank. Nein, nein, das kommt gleich. Ey, warte, das ist falsch! Du hast gewonnen, Bruder. Ich hab gewonnen, natürlich! Ich dachte, er hat 15, war gerade doch. Das waren auf jeden Fall 5 Millionen, Digga. Du warst schon heftig nah dran. Ich war perfekt, der 5,2 gesagt. Er muss reinbekommen, eigentlich. Eigentlich schon. Eigentlich muss safe sein. Oh, den darfst du geben, Digga. Ja, aus, ja. Aus Racheakt, Digga. Du hättest eh einen bekommen, shit, Bruder. Digga. Der war lecker. Der war schmackes. Oh, scheiße, Digga. Er holt einfach. Meine Frage ist, wie viele Abonnenten hat Monte auf YouTube? Wo kommt ihr mit YouTube? Ihr könnt genaue Abonnentenzahlen sagen, wenn ihr wollt. Anfangen wir mit den 3, 2, 1. 1,7. Was hast du gesagt? 1,7. 2,3. 1,7? Mhm. 2,3. Scheiße. Das ist genau in der Mitte. Was jetzt? 2 Millionen? Ja. Warte mal. Okay, wir können ja jetzt machen. Guck doch mal die genaue Zahl. Ja, ich weiß die genaue Zahl, weiß ich. Oh. Jetzt ist ganz klar, ich weiß die genaue Zahl. Oh
Sag nochmal! Sag 2 Millionen und bla bla bla. Oder was meint ihr? 2,3 Millionen, sie soll das sagen. Was? Mit Kleinzahlen dahinter! Mit Kleinzahlen! Ja! 2,3. Ja, du hast gerade gesagt 1,7, ne? Jetzt sag nochmal 1,7 irgendwas. Okay, dann sag ich 1,79. Okay, was sagst du? Dann darf ich irgendeine Zahl jetzt sagen? Nein, von 2,3 oder nicht? Ja. Da darfst du noch was ranmachen oder bei 2,3 lassen? 2,3 ranlassen? Lassen oder? Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Mann, was machen wir? Neue Frage, ne? Irgendwas babbelt ihr am Okay. Neue Frage, wie alt ist Angelika Merkel? Aber ich wollte die Frage auch nehmen, erstmal. Ja, hast du geguckt. Hab ich nicht geguckt, nehm ich nicht. Ja. Antwort bitte in 3, 2, 1. 63. Hä? Sag jetzt. Aber ich wollte 54 sagen. Ja, okay, 54. Ich wollte 63. Ich wollte 54 sagen. Schick mal du morgen Abend. Nie schick mir. Getrennt schick mir. Du sagst 54, du sagst 63, ne? Mhm. Okay. Ist alt eigentlich, ja. Untergucken, ne? Untergucken, bitte. Wir haben auf jeden Fall einen Gewinner, einen Verlierer oder einen Verlierer oder einen Gewinner. Ah, wie oft hast du gemacht? Das war nicht so gemacht. Nein, Mama, Bruder, ich hab ihn geschliffen, er hat so geguckt, dann hab ich richtig gehauen. Ich hab das. Digga, du musst doch warten! Bruder, das war nicht zweimal. Das war einmal. Einmal so, dann, so wie schwer das jemand alle haben. Aber Bruder, warte, ja, ich wollte die Antwort? 64. Heftig, Digga. Ich wollte daneben und dann wollte ich ausholen. Pack, Digga. Aber du hast auf jeden Fall verloren, Digga. Ich bleib stehen, ne? Ja. Jetzt habe ich eine sehr heftige Frage eigentlich. Okay. Wo ihr echt nur schätzen könnt. Okay. Okay. Und zwar ist die Frage: Wie viele Döner verschlingst du? 10! Spaß. Nochmal. Hey, Spaß, Digga. Wie viele Döner werden pro Tag in Europa verzehrt? Frage etwas falsch vom. Wie viel, also vom Gewicht her, wie viel, ne? Was? Vom Gewicht her, wie viel, ne? Wie viel Kilogramm Döner wird denn? Sozusagen. Was wiegt ein Döner? Das ist die Frage hier. Noch nie ein Döner. Junge, was ist das für eine Frage, du? Bruder, es sind doch Fragen, die ihr schätzen sollt, oder? Das ist doch der Sinn von diesem Format, Mann. Ja, normal. Hast du was? Hä? Hast du überhaupt nachgedacht? Ja, ja, ich hab eh. Okay. Okay, die Antworten. In 3, 2, 1. 650 Kilogramm. 4 Tonnen. Was weiß ich, Digga? 4 Tonnen, du sagst? Täglich, ne? Ja. 650 Kilogramm, Bruder. Keine Ahnung, Bruder. Weiß ich nicht. Weiß, wo gehst du denn überall Döner, Mann? In ganz Europa, oder was? Ja? Ja? Meinst du das Rennen? Nein, ich meine 650 Tonnen. 650 Tonnen, Digga. Du hast ja schon Kilogramm gesagt, aber, ne? Nein, Tonnen meinte ich. Tonnen willst du sagen, 650? Nein, 6,5 Tonnen meinte ich, Junge. Das meine ich. Nein, 6,5 Tonnen. Die Antwort logge ich jetzt ein. Jetzt ist das Ganze aber ziemlich durcheinander. Ich weiß nicht, ob ich das noch zählen kann. Ja, 6,5 Tonnen. Metto, ist das okay, dass du das noch sagst? Natürlich, Mann. Luis. Du hast 650 Kilogramm. Hast du eigentlich gesagt, was willst du sagen? Junge, da hab ich einfach nur Notiz verloren, Digga. Ich freu mich selber, Junge. Willst du? 650. Nein, 6,5 Tonnen. 650 Kilogramm für Raja und 4 Tonnen für Methan. Ja. Die Lösung ist 6 Tonnen. Wir fragen doch behindert, Mann. Bruder, er sagt, wie viel Döner wird täglich produziert? Danke. Ein Kilogramm. Hä? Ey, ich hab am meisten kassiert bis jetzt, ne? Ich hab noch gar nicht. Wallah. Wallah. Und du hast sogar mich. Aber dafür hast du Method. Eigentlich hätten wir aber bei dich auch. Bei dich? Bei dich auch. Hey, Chöpchen, was machst du? Schön laut, Digga, du. Fliegen. Wie viele Tankstellen gibt es in Deutschland? Ey, diese Frage hatten wir schon mal, Digga. Ja, deswegen. Echt schon mal. Weißt du? Deswegen. Nein, ein bisschen. Boah. Deswegen. Ich zähl runter. Mach jetzt. Das ist echt übertrieben. Na, weil ich. Das ist echt nicht. Ich dachte, der Hand sagt nicht. Jetzt kommst du nicht zu Ende, zählen, chill kurz. 3, 2, 1. 5.400! 5.000 von. Also, wie viel denn heute? Mein Mann! Hey! Bruder! Boah, ey! Ich
schwör auf Gott, ich habe 5000 bekommen. Ey, 5000, ihr habt gesagt, Digga, warum leicht? Ich wollte 5000. Ich hab glaube ich 15.000. Ja, ich hab 5000. Wie und wie? Wie hast du gesagt? 15.000. Und du? 5400. Echt übertrieben. Ey! Ein YouTube-Video redet man noch, ne? Ja, es gibt einen Verlierer. Wie viel? 14.459. Boah, Bruder, ich weiß nur, damals hatte ich viel zu wenig gesagt, Digga. Viel zu wenig. Was ist das? Kommen wir zur nächsten Frage. In welchem Jahr wurde die WWE gegründet? Oh Mann! Was ist hier denn Fragen, Digga? Ja, schwere, Bruder. Heide, mach jetzt, Mann. Nein. Was heißt Fragen nochmal? Achso, mach jetzt, weiß. Mach! Wir haben voll das behinderte Format, Digga, mach jetzt. 3, 2, 1. 1963! Was hast du gesagt? 1960. Oh mein Gott. Was hast du gesagt? 63. Digga, ihr werdet nicht klarkommen, aber einer hat das genaue Jahr am Unabhängen, Digga. Das genaue Jahr. Raja! 1963, Digga! Was? 1963? Hab ich genau richtig gesagt? Auf das Jahr genau, Digga! Ja, das wusste. Ey, langsam können wir Video beenden, oder? Nein! Ey, Bruder, er wollte sich einfach hauen, Digga! Ja, Bruder, hast du es nicht hier, kriegst du es da, ne? Wie weit ist Kiel von Hamburg? Hamburg? Hamburg! Das ist ja eine andere Stadt vielleicht! Nein, Hamburg, ich meine Hamburg. Wie weit ist Kiel von Hamburg entfernt? Okay. Genau, also in Kilometer habe ich das Wissen, ne? Aber genau, wenn man von Kiel rausgeht oder von Kiel Mitte bis Hamburg Mitte? Ja, von Kiel einfach. Einfach? Nein, eingibt. Nein, das meine ich, Digga, Junge! Ja, aber warte! Hey, warte! Hey, und da brauche ich niemand erklärt, Digga. Das Regel du kannst an verschiedenen Orten in Kiel auch, sein und an verschiedenen Orten in Hamburg. Nein! Wenn du mein Navi eingibst, was kommt da, Digga? Da, wo du bist in Hamburg, kommt der Name da grün. Nein, das ist nicht so dumm. Wenn du von Kiel nach Hamburg eingibst, dann ist doch nicht NSA, dass er der Standort er. Ach, verpiss, Junge. Mach drum! Mach jetzt! Bist du hart? Ja. Ein guter Name hat einfach. 3, 2, 1. 98,2. Hä? 98,2. Du? 107. Jetzt check ich, warum weißt du so genau, ne? Hey, welcher falsch? Er sagt sogar auf Kilometer genau. Okay. Wann warst du das? Nein, ich weiß nicht. In Hamburg? Na, ich bin nicht. Digga. Vielleicht aber auch du, Bruder. Er weiß vielleicht. Kann sein. Nein, Bruder, er war zu sicher. Vielleicht meinte ich eine andere Autobahnstrecke. Es gibt ja die A7 und die A21, Digga. Und beide sind verschieden. Bereit? Aber jetzt würde ich echt das Video beenden, Leute. Das war's mit dem Video, wenn ihr Bock habt. Aber ey, ich mach mal so viel Gutes an, Digga. Bruder, genau was du gesagt hast. Ey, er wusste ganz genau. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Vergiss nicht zu abonnieren. Und bei 10.000 Likes kommt eine zweite Folge. Der Verlierer bleibt stehen, Junge! Der Verlierer bleibt stehen, Digga! Boom! Leftig, du hast einen Schlag bekommen. Aber da hab ich auch saftig angemacht, Digga. Aber echt, warum habt ihr Pullis an, Digga? Schlau, ihr Pussy? Ey, nächstes Mal echt. Nächstes Mal nur ein T-Shirt. 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 Wir haben heute mit. Ja, 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 ja.